So Leute, der Shop wird sich hier gleich mal wieder aktualisieren. Falls ihr das Ganze feiert, dass ich jeden Tag für euch den Shop hochlade, dann lasst gerne ein Like da und doch ein Abo da. Falls ihr neu da seid, würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben gar keine Sekunden mehr. Let's go. Oh, okay. Also, what? Das kam jetzt mega, mega unerwartet. Sogar sehr, sehr unerwartet. Krass, das Paket ist raus. Was? Also ich hätte gedacht, dass es zu den Sonderangeboten kommt. Okay. Könnte aber auch theoretisch ein Fehler sein, was ich aber auch irgendwie nicht glaube. Okay, wir haben dafür den Atlantis Fischstäbchen-Skin. Krass. Also ich hätte gedacht, der kommt viel, viel später raus. Sehr, sehr nicer Skin. Schade, dass es kein 2C geworden ist, aber hey, für 1-2 ist es eigentlich ein witziger Skin, oder? Cool. Backbling sieht auch echt nice aus. Stört auch irgendwie gar nicht. Also der Fisch ist echt mega, mega lustig. Für 1-2 perfekt. Ich glaube, der hat sogar noch Spitzhacken, genau. Fischstäbchen. Okay. Oha. Okay. Also die haben einen exzellenten Sound. Muss ich sagen, 10 von 10. Design geht auch klar. Einhändig wäre nice. Warum machen die nicht die Option wie im Battle Pass rein? Einhändig oder doppelhändig? Würde ich viel, viel besser finden. Weil ich mag doppelhändige Spitzhacken eigentlich überhaupt nicht. Genau, ansonsten cooles Set, was wir hier haben. Haze ist wieder zurück. Oh, sehr, sehr guter, stabiler Skin. Hat ein Zweitziel, wird er hier auch gezeigt. Müsste angezeigt werden. Und zwar jetzt, genau. Das hier ist der Zweitziel. Dann haben wir hier die passende Hacke dazu. Geht klar, geht klar. Gibt es da nicht noch irgendwas dazu im Set? Ich meine, irgendwas sollte da doch noch im Set sein, oder? Glaube ich zumindest. Also haben wir heute irgendwas Seltenes. Wir haben heute auch nichts Seltenes. Das Seltenste ist gerade mal 42 Tage alt. Birdie, ein cooler Skin. Dynamisches Feuer. Was? Reaktivlackierung? Was? Reaktive Lackierungen werden? Okay. Okay. Beim Schießen animiert das Ganze hier. Das sehen wir hier auch so. Ja, ist schon nice. Für 500 passt es. Elektro Swing. Stabiles Emote, dann haben wir hier Golfschläger, da haben auch viele gefragt, wann das wieder reinkommt. Hier ist der Golfschläger, gönnt euch das Ganze. Lass es regnen, ist ein heftiges Emote, aber nicht für den Preis. Ja, dann haben wir hier Schattentraining für 200 V-Bucks. Ansonsten Black Manta ist auch noch im Shop, was aber jetzt auch nichts Spektakuläres mehr ist. Ich denke mal, Black Manta wird demnächst dann den Shop verlassen, vielleicht in 1-2 Tagen, habe ich aber auch schon vor 2 Tagen gesagt, dass das Ganze vielleicht in 2 Tagen verschwindet, aber irgendwie hat Epic Games noch keine Lust, diesen Skin rauszuhauen. Übrigens, heute sollen dann auch die Autos reinkommen. Wann ist noch nicht bekannt, denn heute werden ja die Challenges freigegeben von der Woche 6 und dort brauchen wir das Auto, um das Auto nämlich nachzutanken. So lautet nämlich eine Challenge heute. Vergesst nicht, heute lade ich auch die ganzen Videos dazu hoch, deswegen aktiviert die Glocke. Ich freue mich auf die Autos, ich hoffe, dass das Ganze nicht verschoben wird. Man kennt es, Epic Games plant was und es könnte auch sein, dass die Autos auch heute nicht kommen und die Challenge schon verschoben wird. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.